es war nichts Krampfiges, sondern du hast nur hellhörig sein müssen. Die Implementierung des doch für damalige Volkshochschulen sehr weitgehenden Kulturprogramms, das war ziemlich singulär. Das war die Zeit des Feminismus, und zwar eines sehr undogmatischen, und in Österreich natürlich nicht alles schwarzermäßigen, aber eines sehr, sehr vielfärbigen und vielgeschichtigen Feminismus. Das war ein ganz großer Schwerpunkt. Erstens waren wir lauter Frauen im Team, zweitens sind die Frauen natürlich auch die Mehrheit der Besucher, und drittens war ich die erste Frau in einer Volkshochschule. Und es war meine Welt, es war mein Leben, es war unser Thema. Hitzing steht sozusagen wirklich alle paar Tage in den Medien, ich glaube vielleicht sogar öfter, aber mit einem sehr spannenden Image und als Image, das immer sozusagen als fortschrittlich und als neue Ideen und als innovativ sozusagen gilt. Das ist so wichtig, wir haben diese Rampe gebaut, war die erste Volkshochschule in Österreich, die behindertengerecht war. Wir haben das gekostet hat, diesen Lift auf behindertengerecht umzubauen. Wir mussten ein Notstromaggregat aufs Dach setzen. Sonst wäre das nicht genehmigt worden. Aber das sind Selbstverständlichkeiten, finde ich. Was hat denn Hitzing nicht gegeben? Da bin ich Monate danach noch angerufen worden, was ist am Samstag für ein Programm? Es hat schon Monate nichts mehr gegeben auf dem Sektor, aber ich bin angerufen worden, es hat sich in den Köpfen verfestigt, in Hitzing gibt es am Samstag eine Party. Es hat sich sehr rasch eine bestimmte Vorstellung mit der Volkshochschule Hitzing verbunden in der Öffentlichkeit. Ganz konkret ist das Projekt Bargeldlose Einzahlung entstanden, indem ich mir das einmal in Bochum vor Ort, wie eine großstädtische Tagung dort stattgefunden hat, angeschaut habe. Wir haben übrigens damals, das 78 oder so, das allererste Alternativschulsymposium, das es in Österreich überhaupt je gegeben hat, gemacht. Haben sämtliche Alternativschulen, Alternativkindergärtner zum ersten Mal an den Tisch gebracht. Und das waren dann schon, es war immer im Zug der Zeit, weißt du. Mein volksbildnerischer Beginn lag in meinem Keller. Das hat dann gleich zu einem Chaos geführt. In den ersten Tagen zu einem ziemlichen Wirbel, weil wir A, kaum Personal gehabt haben, B, niemand konnte mit dem Ansturm rechnen, der ausgelöst wurde durch das damals völlig neue Haus, das ja das einzige Veranstaltungszentrum im ganzen Bezirk von einigermaßen repräsentativer Art war. Und da haben die Leute am ersten Tag, glaube ich, 2,5 Stunden gewartet. Das war also dann ein Niederschlag in der Bezirkszeitung, fürchterliche Aufregung, das hat sich dann noch ein paar Tagen beruhigt. Was noch viel überraschender war, dass das sofort mit einer Größenordnung von 30% angenommen worden ist. Und 30% wieder anschließend an das, was wir zuerst gesagt haben, 30% weg in der konkreten Situation von der Kasse zu bringen, heißt, dass die Schlange nicht mehr vor der Kasse steht. Und da gab es ein sehr reges Seniorenleben da unten mit einem sehr dominanten Herrn Professor. Keller, Gemeindebau, Hitzinger Quai, draußen die Autos, so Souterrain. Irre. So ungefähr noch 4-5 Wochen Betrieb ist plötzlich einmal das Licht im Haus ausgefallen. Das gesamte Licht. Haben wir irgendwann einmal Kerzen aufgestellt und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, da könnte ja ein Wassereintritt sein. Das war ja ein Flachdach. Und das war schon ein Härtetest. Die haben mich natürlich alle auf Herz und Nieren geprüft und ich musste da eigentlich den Rollbalken rauflassen und wieder runter und das alles versperren und so Gittern, so wie so Scherengitter. Und die waren auch nicht ganz ohne Strenge mir gegenüber. Das heißt, ich habe die Situation gehabt, plötzlich zumindest am Abend, ich glaube 35 zusätzliche Kursräume zur Verfügung zu haben. Zwei Turnsäle, mehrere EDV-Säle. Durch das, dass das Haus so klein war und immer voll bis übervoll war, waren wir natürlich ökonomisch sehr gut gestellt. Mhm. Ich habe relativ viel Spampanadeln machen können, weil Hitzing war ja ökonomisch, glaube ich, sehr gut. Mhm. Da hat es nie Schwierigkeiten gegeben. Ich habe auch nie Zweigstellen haben wollen. Ich finde, die Konzentration auf ein Haus ist für die Identifikation wichtig. Und wir haben dann auch Kurse in manchen Schulen gehabt, aber ich habe das nie mit großer Begeisterung gemacht. Es war nicht anders lösbar. Also wir haben natürlich dann auch ein bisschen die Gemeinde
nicht provoziert, aber wir haben also ein Rohr in der in dem Vestibül, im ersten Stock haben wir ein Rohr mitten im Raum also, gelegt, damit man sieht, da ist irgendein Provisorium, damit das Wasser abgeleitet wird. Ne? Das, ist ja, das Wasser ist ja weiterhin reingekommen. Ne? Mhm. Das ist ja dann immer so durch das Rohr abgeleitet worden. Mhm. Hat natürlich schrecklich ausgeschaut, das haben wir nicht angemalt oder so irgendwas, ne? Damit man sieht, da ist was offen. Mhm. Und jeden, der ins Haus gekommen ist, ist immer das erste Dach. Mhm. Und das ist natürlich irgendwo in der Gemeinde Affen auf den Wecker gegangen. In den zahlreichen Verhandlungen war das eine Argumentationshilfe. Mhm. Das war damals noch der Stadtrat Meyer, allmächtig, sehr stark und wollte natürlich keinen Groschen ausgeben. Und wir sind halt immer vorstellig geworden und haben gequengelt und haben gequengelt und eben haben mit allen Tricks gearbeitet, mit wirklichen Tricks, weil das reingeregnet hat. War ja. Und dann hat er mich einmal zu sich bestellt und ich sitze diesem schon mächtigen Herrn da gegenüber. Und der hat kurz telefonieren gehen müssen und gesagt, ja, was wollen Sie? Und ich bin da gesagt, ja, wir sind so gerne. Und dann hat er kurz telefonieren müssen und plötzlich habe ich den Geistesblitz gehabt. Und wie er zurückgekommen ist, habe ich gesagt, Herr Stadtrat, ich wäre bereit dafür, sogar meine Zweigstelle aufzugeben. Das war aber jener ominöse Keller im Hitzinger Quai. Aber das habe ich nicht dazu gesagt, wo ich eigentlich froh war, das loszuwerden, weil das war wirklich jämmerlich. Ja. Und das hat ihm schon sehr imponiert. Hat er gesagt, gut, dann machen wir das. Und eine Woche später ist der Brief gekommen an den Vorstand. Es war wie beim Paten, ja. Weißt, wie die immer zum Manu Brando sagen, wie hat er das geschafft? Und dann sagt er, ich habe ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ausschlagen konnte. Da war ich, das war ein guter Geistesblitz. Okay. Rückblickend gesagt, jetzt wo ich aus 10 Jahren Planungserfahrung und so die Volkshochschularbeit kenne, schon eine mutige Vorgangsweise. Was ist nach dem dritten Stock, den es nicht gibt, heute in der Volksschule bis heute eigentlich noch nicht Realität? So viel ich weiß, sind glaube ich die Toilettenanlagen, wo man sitzen muss, noch immer so gebaut, dass man sich entweder die Knie oder den Kopf anhat, wenn man aufsteht. Ich glaube, das sollte man sich für die nächsten 60 Jahre auch vornehmen. Sehr geil. Ich liebe solche Sachen. Ich habe auch natürlich manchmal den Vorstand gegen einen Verband und umgekehrt den Verband gegen unseren Vorstand ausgespielt. Ich habe das immer so, wie ich geglaubt habe, dass es meiner Strategie am ehesten gerecht wird. Weil eine Strategie habe ich immer gehabt, nur habe ich nie darüber geredet. Also ich habe nie gesagt, was ich will. Das habe ich nie gesagt, das habe ich auch da nie gesagt. Ich habe schon immer gewusst, was ich will, aber das habe ich nie gesagt. Es hat natürlich von Seiten des Verbandes einige Male Versuche gegeben, mich irgendwie auf stromlinienförmig zu kriegen. Hat nicht funktioniert. War schon verwirrend und unangenehm und schwer für mich. Aber ich war ja auch nicht so ohne. Ich bin irgendwie barfuß gegangen, das jahrelang, auch einen Job und habe so eine Glatze gehabt, also eine richtige Glatze. Und war mit meiner schrägen Frauenlinie natürlich, also ich war auch starker Tobak für die. Aber es ist ein, wie soll ich sagen, irgendwie war dann doch Platz in diesem ganzen relativ engen Netz. Es war immer der Kampfverband gegen autonome Schulen. Aber irgendwie war die Zeit doch so, dass nicht alles so einheitlich strukturiert sein musste. Und ja, wir waren ja auch starke Direktoren. Ich wünsche der Volkshochschule Hitzing zum 60. Geburtstag gesunde weitere 60 Jahre, aber vor allem, also diesen Weg weiter voranzuschreiten, der einerseits eine weitere Qualifizierung und Professionalisierung bringt, aber andererseits diese Lebendigkeit und die Beweglichkeit gleichzeitig auch behält, sprich auch die Autonomie. Also wie ein Löwe habe ich die Volkshochschule verteidigt oder für die Volkshochschule argumentiert. Glück auf für die nächsten 60 Jahre.